Und kölsche Tön sind sein primäres Markenzeichen. Wolfgang Niedeggen, Jahrgang 51 und seit 30 Jahren Frontmann von BAP, hat geschafft, was Konrad Adenauer immer versuchte. Mit rauchiger Stimme, dem unverwechselbaren Rocksound und mit seinen Texten machte Niedeggen das Kölschblatt in ganz Deutschland populär. Mit Verdammt lang her hatte der Mundartrocker 1981 einen Hit geschrieben, der inzwischen ins kollektive Mitsing-Repertoire einging. Verdammt lang her, verdammt lang, verdammt lang her. Verdammt lang her, verdammt lang. Nicht nur für die Fans, die das Lied notfalls auch allein singen können, auch für Wolfgang Niedeggen selbst ist Verdammt lang her so etwas wie die Seele von BAP. Zu Verdammt lang her habe ich ein wunderbares Verhältnis. Es ist mir noch nie auf den Wecker gegangen. Es gibt andere Stücke, die man irgendwann nicht mehr gerne spielt oder mal eine Zeit lang nicht mehr gerne spielt. Die versucht man aus dem Live-Programm auch wegzuhalten. Das ist auch richtig so. Also man darf keine Stücke live spielen, die man nicht mehr aushält. Das ist Krampf, das bringt nichts. Und bei Verdammt lang her muss ich mich nie verstellen. Das ist aber auch, weil es ein Thema ist, das mich persönlich sehr, sehr beschäftigt hat. Nach dem Tod meines Vaters, sein Zwiegespräch mit meinem Vater, das nie stattgefunden hat, wo ich versucht habe, irgendwie noch mal hinter Sachen zu kommen, die wir besser mal beredet hätten. Und das ist für mich heute immer noch so, als ständig bei ihm am Grab oder als würden wir das Gespräch tatsächlich endlich mal führen. Es hat auf mich immer wieder auch eine sehr besinnliche Wirkung. Der Plastikdüt mit singebar Klamotte steht, eh du schon. Ja, der Jupp trägt grad sing sehe. 1976 hatte alles angefangen. Nach ersten Akkorden in einer Schülerband gründete der damalige Kunststudent mit Freunden BAP. Neu war, dass er seine Texte aus dem Alltagsleben auf Kölsch sang. Am Programm steht Weltreis, wie jeden Tag erzählte, was im wo passiert ist. War die Musik zuerst da oder die Sprache? Also der Wunsch, das auszudrücken, was sie dann ausgedrückt haben, oder der musikalische? Das war eine ganz spontane Angelegenheit. Ja. Und die meisten Leute, die heute Rockmusik machen, die haben in Schülerbands angefangen. Und ich habe aufgehört, in der Schülerband zu spielen. 1970, als ich angefangen habe zu studieren. Ja. Da habe ich aufgehört, Musik zu machen, habe alles verkauft, das ganze elektrische Zeug, nur eine gute akustische Gitarre behalten und damit halt zu Hause rumgeklimpert. Und damit ging es dann auch wieder irgendwie los. Cadillacs und Crime und Sex, für Klamauk und reichlich Stuss. Mit Showdown und Happy End, mit dem falschen Zungenkuss. Dazu jemand von 1000 Filmen. Donner, dann endlich Sendeschluss. Sendeschluss war einer der erfolgreichen Songs. Doch niemand dachte damals ernsthaft an die große Profikarriere. Es gab den stehenden Spruch, einmal in der Woche einen Kasten Bier leer proben. Mehr sollte das nicht sein. Dann waren dann eben auch Stücke auf Kölsch dabei und die gefielen uns am besten. Dann haben wir davon mehr gemacht. Und irgendwann kommt einer und hat uns überredet, noch mal aufzutreten. Dann haben wir das gemacht, haben wir gedacht, das könnten wir eigentlich öfters machen. Und dann kam irgendwann einer und meinte, wollt ihr nicht mal eine Platte machen? Also es war überhaupt kein Druck dahinter und das war, glaube ich, unser großes Plus. Denn wenn man an sowas mit der Brechstange geht, wird es schwieriger, wenn man davon leben muss zum Beispiel. Aber so der Kern der Band, das waren Studenten, Kunststudenten auch. Und das war zu der Zeit ziemlich egal, womit wir kein Geld verdienten. Geld verdient haben wir sowieso nicht. Also wir mussten gar nichts. Wir haben unser Existenzminimum irgendwie zusammengekriegt und haben ein bisschen Spaß gehabt beim Musik machen. Spurensuche in die BAP-Vergangenheit. Also wir stehen hier mitten auf dem Klotwigplatz in Köln und hinter mir ist genau die Straßenecke,
wo das alte Klotischeck war, damals von dem Clemens Böll geleitet, dem Böllneffen, dem Heinrich Böllneffen. Und da haben wir samstags morgens zur Matinee oft gespielt, so von 76 an, also 3 Jahre bevor die erste Platte dann kam. Man hat uns da mehr oder weniger geduldet und uns die Chance gegeben, unsere ersten Auftritte zu machen. So, hier sind wir auf der Severinstraße. Severinstraße 1 war der Laden meines Vaters, beziehungsweise meiner Eltern. Da bin ich aufgewachsen in dem Haus. Und letztendlich hat die Band ja auch den Namen meines Vaters gekriegt. Bab, so wurde er halt bei uns in der Familie genannt. Und die Geschichten von seiner Sparsamkeit waren einfach sehr beliebt, sodass der Name dann hängen geblieben ist. Vor ungefähr 11 Jahren habe ich einen Text geschrieben, von dem ich gedacht habe, den wird man wohl nicht, hoffentlich nicht mehr furchtbar lange singen müssen. Wir müssen ihn leider immer weiter singen. Ich hoffe, dass uns das Thema irgendwann mal verlässt. Dieses hier. Bald schon war Bab Sprachrohr einer ganzen Generation. Auftritte wie beim Rockkonzert gegen Rechtsradikalismus in Frankfurt vor über 100.000 Zuhörern machten die Band über die Grenzen Kölns populär. Ihre Platten gehörten zur Standardausrüstung jeder alternativen Wohngemeinschaft. Mit politisch engagierten Mundarttexten wie Kristallnacht traf Wolfgang Niedecken den Nerv der Zeit. Weil Entwarnung nur half so viel kost, wird ruhig noch Kristall. In der Ruhe im Sturm eines Dach, ganz klammheimlich verläuft die Stadt. Und Ration, inkognito hast du vorbei. Offiziell sind wir die Gender bei. Wenn die Volksseele allzeit bereit Richtung Siedepunkt wütet und schreit. Heil Halali und grenzenlos geil. Noch Vergeltung und Zittern für Neid in der Kristalle. Nicht nur die fetzige Rockmusik, auch Ausstrahlung und Bühnenpräsenz des Leadsängers waren Garanten des Erfolgs. Doch alles war alles schön, im Schrohschiff, die Tische höher, weil die Schule Verbrecher sehen Ausländer aus, als im Rohre, das wird verwirrt. Und man rettet gegen Kavallerie, keine Zauber. Mit immer neuen Songs eroberten sie die Bühnen, doch diverse Gold- und Platin-Schallplatten für ihre Alben brachten Bab nicht nur Erfolge in den Charts. Es kam auch zu internen personellen Problemen. Ausgerechnet an Wolfgang Niedeckens 48. Geburtstag gerieten die Kölschrocker in hitzige Trennungsturbulenzen.